bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung. Zweite Ausfahrt. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Kilometer.
Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Fahren Sie in den Kreisverkehr in 1,5 Kilometern. Bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, war wichtig, ne? War ja richtig wichtig. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt.
die Elche und wegen die Rentiere. Also nirgends mehr zahlen. Der legt ein bisschen Salz, habe ich gesagt. Ja, bleib schön stehen. Ja, das, du kniest ein bisschen nieder, ja genau. Das wird kälter.
vorstellen. Minus 16, aber Tendenz steigen oder sinken. Noch schön lange. Jetzt haben wir soeben den Polarkreis überfahren. Leider zu spät gesehen, Beweisfoto gibt es keins. Tut leid. Heute früh sind wir da weggefahren ins KFDR. Herzlich kriege ich schon, ist aber in Schweden. Auffahr. Und dann auf die E10 Richtung Kiruna. Jetzt sind wir ungefähr da. Schaut dann draußen so aus. Machen wir die 45 Minuten Pause. Und dann tackeln wir weiter. Da ist dann Kiruna und da oben ist die Grenze, da sollen wir morgen verzollen. Dann fahren wir runter Richtung Narvik und rauf Richtung Tromsø. Das ist ja, da ist Schweden dann aus, da oben, und wir müssen doch weiter rauf. Wir sind nördlich von Schweden. Das ist auch geil. Da haben wir gar nicht gewusst, dass das Norwegen rund um Schweden umgeht. Und da drüben erst Finnland anfängt. Naja. Cool. Ja, beim Stehen wird es wärmer.
Lappland. Viertel zwei am Nachmittag und es wird wieder finster. Also das war's mit der Mittagssonne. Ach du Kacke. Lappland, super. Nehmen Sie die fünfte Ausfahrt. Im Kreisverkehr abfahren auf E10. Dem Straßenverlauf von E10 noch 2 Kilometer folgen. Neu berechnen. Wenden Sie am Kreisverkehr in 2 Kilometern. Den Kreisverkehr über die vierte Ausfahrt. Na bitte, du machst schon fertig. Was du hinfahren willst. Das ist nicht wichtig. Nehmen Sie die vierte Ausfahrt. Im Kreisverkehr abfahren auf E10. Dem Straßenverlauf von E10 noch 3 Kilometer. Neu berechnen.
Gerade ist mir der letzte Schwung weggefallen. Das ist ja Mist. Ich nicht mehr weit zum Zoll. Durchgefahren bin. Sehr gut. Ich bin meine Konsulke bei selber. Der Schneepflug reißt um, ja. Bist du deppert. Hätten die wirklich da die gesperrt bis morgen? Na toll. Oh Gott, dass ich so gut sudern kann. Geht schon vor. Ein paar Hinschwung.